ersten Drohne, die so einen Fertigbau gibt. Also wo ich nicht erst einen Bausatz zusammenbauen muss und kompliziert. Ich lege den Akku ein, hole mir eine App für iOS oder Android und kann loslegen. Kann gleich fliegen. Der Hubschrauber hat die vier Rotoren, mit denen er es klar abhebt und auch seine ganzen Funktionen steuert. Und das macht ein Mikroprozessor. Und da ist auch drin ein paar Sensoren, die dann sehen, wie er sich bewegt. Und neu jetzt in der 2er-Version ein Gyrus, wo dann genau sieht, wie er auch ausgerichtet ist. Und damit hat man den Vorteil, dass die 2er-Drohne noch einfacher zu fliegen ist als die 1er. Wenn man ein Tablet hat, das auch ein Gyrus hat, dann hat man quasi immer, lenkt man nur zu sich her und die fliegt immer zu einem her. Früher war es immer wichtig zu wissen, wo vorne ist. Ja? Und wenn die quasi auf einen zugeflogen ist, dann hat man verkehrt rum so lenken müssen. Und das ist jetzt quasi weg. Also mit der 2er-Version ist das dann auch noch einfacher geworden, die zu starten und zu fliegen. Ohne schneidet das WLAN jetzt aus, ausgeführt, dann kriegt das mit der Backup-Klasse gesperrt, dann kann man nicht rein. Und ich bin jetzt quasi weg. Ich bin auch wieder ein bisschen leer machen, kann man schon mal Finger nur loslassen und dann bleibt er stehen. Finger weg, dann ist es Das macht die jetzt nur noch in den ersten 7 Meter und danach geht es über Luftdrucksensor. Das heißt, man hat jetzt auch über der Höhe noch eine genauere Steuerung, der Vorwart und dann so auf und ab, weil sie halt der Brust ist. Das ist jetzt Ich habe jetzt auch 20 Euro. Welche Nummer liegt? Wird halt, weil ich das Kind, das ich gesehen habe, freuen sich zu mir.
Ja,